Mein Name ist Brigitte Bleier, ich bin Ernährungswissenschaftlerin am Institut für Sekundarstufe Berufsbildung, Fachbereich Ernährung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Graz. In diesem Video werden die theoretischen Empfehlungen zur Prävention von Demenz für die praktische Umsetzung vorgestellt. Diese basieren auf wissenschaftlichen Studien zu Einflüssen von Nährstoffen als Präventionsfaktoren. Für die praktische Umsetzung von Ernährungskonzepten zur Prävention werden diese Erkenntnisse auf die Lebensmittelebene übertragen, die nun folgenden Lebensstilfaktoren und Puzzleteile für eine ausgewogene Ernährung mit mediterranen Aspekten sind eine Hilfe für die tägliche Lebensmittelauswahl. Abschließend wird noch die im Kurs zur Verfügung gestellte ausfüllbare Checkliste zur Dokumentation und Modifikation des Ernährungsverhaltens hingewiesen. Nun folgt die Erklärung der Puzzleteile, die von den Lebensstilfaktoren umrandet werden. Wir beginnen mit dem Rahmen, mit den Lebensstilrahmen für die Ernährungspuzzleteile. Sie zeigen die wichtigsten Lebensstilfaktoren zur Prävention von Demenz. Und wir beginnen im rechten unteren Bereich, wo es um die Normalwerte geht. Das Gewicht sollte lebenslang im Idealfall unter einem Body Mass Index von 30 liegen. Regelmäßige Kontrollen für Zucker, Cholesterin und Vitamin D-Werte im Blut sind empfehlenswert. Die nächsten wichtigen Aspekte im Lebensstil umfassen die regelmäßige Bewegung. Mindestens 2 Stunden in der Woche wäre ein Bewegungsprogramm sinnvoll. Das kann von Spazierengehen über Nordic Walken, Wandern, Radfahren oder Ähnliches sein. Auch Tanzen wäre eine sehr gute Betätigung, die auch die Koordination trainiert. Ergänzt werden sollte das Bewegungsprogramm auch mit ca. 1/2 Stunde Muskelkräftigungsübungen in der Woche. Beim Einkauf von Lebensmitteln ist auf Frische zu achten. Saisonale und regionale Produkte sind zu bevorzugen. Als Hilfe dazu steht im Kurs ein Saisonkalender für Gemüse und Obst bereit. Die Zubereitung der Speisen sollte oft frisch erfolgen und möglichst auf Fertigprodukte, die nur mehr aufgewärmt werden müssen, verzichtet werden. Beim Würzen ist das bewusste Verwenden von frischen Kräutern und Gewürzen sinnvoll. Auch Knoblauch sollte regelmäßig verwendet werden. Salz hingegen nur so wenig wie möglich in Einsatz kommen. Den Abschluss des Lebensstilrahmens rund um die Ernährungspuzzleteile zur Prävention stellt das Essen in Gemeinschaft dar. Regelmäßige Sozialkontakte sind wichtig für die Prävention von Demenz. Daher ist das gemeinsame Essen und Führen von Tischgesprächen sehr empfehlenswert. Nun werden die einzelnen Puzzleteile der Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung mit mediterranen Aspekten dargestellt. Es gibt 3 Ebenen, die tägliche Basis, den wöchentlichen Aufbau und das maßvolle Ergänzen. Jede Ebene umfasst 4 Puzzleteile und wir starten mit der täglichen Basis. Der erste Puzzleteil in diesem Bereich der täglichen Basis steht für die Flüssigkeitszufuhr. Diese sollte täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter betragen und in erster Linie aus Wasser oder kalorienfreien Getränken wie beispielsweise ungesüßtem Tee bestehen. Der zweite Puzzleteil ist dem täglichen Gemüse- und Obstkonsum gewidmet. Täglich empfohlene Mengen liegen bei 3 Handvoll Gemüse und 2 Handvoll Obst. Links zu Saisonkalendern und vielen Rezeptideen mit hohem Gemüseanteil liegen im Kurs bereit. Der dritte Puzzleteil der täglichen Basisempfehlungen steht für Getreideprodukte, die im Idealfall aus Vollkorn bestehen sollen. Der vierte Puzzleteil umfasst die pflanzlichen Fette, Nüsse und Samen, die einen besonderen hohen Anteil an sogenannten Omega-3-Fettsäuren enthalten. Allen voran sind hier das Olivenöl, aber auch das Raps-, Lein- und Walnussöl zu nennen.
Nun kommen die vier Puzzleteile des wöchentlichen Aufbaus. Wir starten mit dem ersten Puzzleteil dieser Ebene, der für Milchprodukte steht. Diese sollten nicht nur von der Kuh stammen, sondern bewusst auch Ziegen- oder Schafsjoghurt oder Käse von diesen Tieren eingebaut werden. Der zweite Puzzleteil dieser Ebene umfasst die Proteinquellen, die entweder von hellem Fleisch, wie beispielsweise Hühnerfleisch, oder einer zusätzlichen Portion Hülsenfrüchte stammen sollte. Der dritte Puzzleteil steht für die regelmäßige Aufnahme von Fisch, die ein- bis zweimal pro Woche empfehlenswert ist. Und der vierte Puzzleteil stellt die maximal 2 bis 3 Eier pro Woche dar, die den Empfehlungen entsprechen. In der dritten Ebene sind die Puzzleteile zu finden, die von den Portionsgrößen und Verzehrshäufigkeit nur maßvoll ergänzt werden sollten. Auch hier sind wieder 4 Puzzleteile enthalten. Der erste Puzzleteil steht für rotes Fleisch und Wurstwaren. Diese sind in den Ernährungskonzepten zur Prävention von Demenz bewusst von hellen Fleischsorten getrennt dargestellt, denn diese sollten nur sehr selten konsumiert werden. Der zweite Puzzleteil dieser Ebene weist darauf hin, dass tierische Fettquellen nur in kleinen Mengen ergänzt werden sollten. Der dritte Puzzleteil zeigt süße und salzige Snacks, die, wenn überhaupt, nur in Maßen eine Rolle bei der Speisenzusammenstellung haben sollten. Zum Schluss ist noch der Puzzleteil mit einem kleinen Glas Rotwein, das eine Mahlzeit ergänzen kann und bei der mediterranen Ernährung in kleinen Mengen empfohlen wird. Nun möchte ich noch auf unsere ausfüllbare Grazer Checkliste Puzzleteile zur Prävention hinweisen, die im Kurs heruntergeladen werden kann. Diese eignet sich sehr gut als erste Kontrolle des Ernährungsverhaltens. Sie kann mit Hilfe des Baumprinzips der Ernährungsgeragogik eine Unterstützung für die dauerhafte Umsetzung von Ernährungsempfehlungen für die Prävention von Demenz und Ernährung sein. Hierbei steht das B für Beobachten, das A für Analysieren, das U für Umsetzen und das M für Motivation, die geänderten Ernährungsempfehlungen auch dauerhaft umzusetzen. Dies waren die wichtigsten Inhalte zur praktischen Umsetzung von Ernährungskonzepten zur Prävention von Demenz. Vertiefende Informationen stehen im Kurs zum Download bereit. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg beim Erarbeiten unserer Inhalte im gemeinsamen Kurs zu Demenz und Ernährung.